Mir ist sehr wohl bewusst, wie brisant dieses Thema ist und dieser Antrag, den wir behandeln werden. Wir sind als Politiker, wenn es um Behindertenpolitik geht, mit vielfältigen Formen von Diskriminierung beschäftigt und versuchen uns, Diskriminierungen hintanzuhalten. Es geht um Nachteile für behinderte Menschen am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Schulausbildung, bei Bauten, wenn barrierefrei gebaut werden sollte und auch beim Zugang zum Internet. Die massivste Form der Diskriminierung ist es aber, wenn man aufgrund einer Abweichung von einer medizinischen Norm nicht geboren werden darf, meine Damen und Herren. Die Fristenlösung gilt in Österreich nicht für behindertes Leben, wenn die Gefahr einer Abweichung von einer medizinischen Norm besteht, dann darf ein Kind auch noch im 9. Monat abgetrieben und getötet werden. Und Behindertenorganisationen kritisieren sehr, sehr massiv, dass es keinen Katalog gibt, der festlegt, welcher Art diese Abweichung von der medizinischen Norm sein muss oder die Gefahr der Abweichung. So muss man eigentlich sagen, weil es muss ja auch lediglich eine Gefahr bestehen, welcher Art diese Gefahr der Abweichung sein muss, damit eine derartige Tötung von Leben unmittelbar vor der Geburt noch erlaubt ist. Und ein bekannter Mediziner hat in diesem Zusammenhang erzählt, dass ihm mehrere Fälle bekannt waren, wo Kinder vor der Geburt durch Herzstich getötet worden sind, durch eine Spritze ins Herz. Und diese Kinder sind dann noch zur Welt gebracht worden und dann elendiglich zugrunde gegangen. Es haben sich wahrscheinlich auch bei Ihnen Menschen gemeldet, die sich zu diesem Antrag geäußert haben. Bei mir waren es vor allem behinderte Menschen, die sich gemeldet haben und die unter diesen Umständen niemals auf die Welt gekommen wären. Es waren aber auch Eltern, viele, viele Eltern behinderter Kinder, die unterstrichen haben, wie wichtig eine Umsetzung dieses Antrages ist und die unterstrichen haben, dass ihr Kind kein Schadensfall ist und dass ihr Kind kein unwertes Leben darstellt. Und wir müssen uns die Frage stellen, warum es so sein muss, dass eine Tötung 5 Minuten vor der Geburt in Österreich legal ist. Eine Tötung wenige Sekunden nach der Geburt nicht legal ist. Und ich glaube, dass wir als entwickelte Gesellschaft in der Lage sein müssen, hier eine Änderung vorzunehmen, eine gerechte Änderung, die sicherstellt, dass behindertes Leben nicht als Schadensfall betrachtet wird, dass behindertes Leben gleichwertiges Leben ist und dass hier auch im Rahmen der Fristenlösung letztendlich gleiche Möglichkeiten für behindertes Leben und für Leben, das frei von einer körperlichen oder geistigen Behinderung, weitgehend frei, denn jeder ist in irgendeiner Form mehr oder weniger behindert, vonstatten gehen kann. Meine Damen und Herren, ich habe mir vorgenommen, wenn dieser Antrag zu einem Tagesordnungspunkt in den nächsten Monaten passt, auch diesen Antrag unselbstständig einzubringen und ich bitte die Clubs, bei diesem wichtigen Punkt die Abstimmung freizugeben und den Mandataren zu erlauben, nach bestem Wissen und Gewissen abzustimmen. Das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wesentliches. Ich bedanke mich.